Um 10.30 Uhr ist auf unserem Schulhof immer viel los, erste große Pause. Die Schüler rennen rum, verschaffen sich Bewegung oder gehen zum Milchstand, bekommen dort Milch, Brötchen, eine Banane, ein gutes Schulfrühstück. Manchmal geht auch mal was daneben. Die Schüler putzen es dann selber weg und sorgen dafür, dass ihr Schulhof ordentlich ist. Nicht alle möchten rumrennen, manche würden auch einfach gerne mal mit Freundinnen und Freunden stillsitzen und ihr Schulfrühstück in Ruhe verzehren. Und für die haben wir jetzt auch etwas im Angebot, unsere neue Schulhofklappbank. Das ist etwas Neues. Hier kann man sitzen und sich mit den anderen unterhalten, vielleicht zeigen, was man im Unterricht gemacht hat. Und man kann einfach mal etwas im Sitzen entspannen. Das hatten wir bisher nicht. Aber siehe da, die Schüler finden es offensichtlich eine gute Idee. Drei junge Damen zeigen uns mal, wie so eine Bank funktioniert. Man kann die Sitzfläche hochklappen und dann die Unterteile zur Seite und schon ist sie nicht mehr im Weg, nach Gebrauch. Und jetzt wieder zurück. Unterteile beigeklappt, Sitzfläche runter, schon fertig. Und dann hingesetzt. Herr Sentner, Atto Madassa, Sie haben jetzt einige Wochen an der Bank hier gebaut, getüftelt und sich das ausgedacht. Atto Madassa, was ist denn das Besondere an der Bank? Ja, diese Bank ist ganz besonders. Es ist ein Gemisch mit Holz und Metall. Und dieses Holz ist richtig massiv Holz und kann man klettern, zum Beispiel hier. Und aha. Es ist sehr freundlich für die Kinder. Unsere Schule ist eine ganz besondere Schule für die blinde und behinderte Kinder. Und ich glaube, das ist eine beste Bank für die Kinder. Die können hier sitzen und essen. Oder kann man auch eine Group-Diskussion machen. So, ich finde es sehr toll. Das sind unsere drei Bankspezialisten. Atto Madassa, Stefan Sentner und Atto Tereffa, die zwei Wochen lang ausprobiert und getüftelt, gesägt und geschweißt haben, damit solche schönen Bänke dabei rauskommen. Gleich zwei haben sie gemacht, an denen wir ausprobieren können, ob die was für den Schulalltag taugen. Und wirklich, die Kinder nehmen sie gern an, sitzen gern drauf und finden dieses Möbel eine klasse Sache. Und wir suchen Spender, damit wir noch mehr von diesen praktischen Bänken anschaffen können.